bevor ich diese Serie jetzt wirklich begonnen habe, habe ich mich oft mit der Frage beschäftigt, warum hat noch niemand anders Dreiecke als Makros oder Griffe gefertigt? Ich möchte gerne was Schönes in der Hand haben. Und vielleicht kann der Griff toll aussehen, aber eigentlich fühlt sich es komisch an. Die neue Griffserie spielt in meinen Gedanken schon seit vielen Jahren eine Rolle. Und uns war es wichtig, was zu kreieren, was es in der Form noch nicht so gab. Ich habe mit 15 angefangen mit Klettern. Wenn man in der Sächsischen Schweiz Klettern lernt, dann lernt man sehr mit Gefühl sich zu bewegen. Das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, um eben auch einen Griff zu bewerten. Obwohl der nicht an der Wand hängt, obwohl ich mich nicht dranhängen kann, kann ich einfach nur vom Angreifen spüren, wie der sich anfühlen wird. Mich reizen auch immer Dinge, die scheinbar erstmal irgendwie ganz schwierig sind. Ich will gerne die schöne Optik haben zwischen Dual-Tags, zwischen runden und eckigen Formen und die extrem funktionalen Eigenschaften. Manchmal shape ich auch was und dann greife ich es an und denke mir, das ist überhaupt nicht das, was du eigentlich im Kopf hattest. Und dann muss ich eben dran weiterarbeiten, bis das ungefähr rauskommt, was ich so als Idee hatte. Wenn ich die dann zum ersten Mal angreifen darf, manche würden sagen, in echt, fällt mir eigentlich nur dazu ein, nee, das ist nicht der echte. Also eigentlich habe ich das Optimum ein paar Monate vorher schon in den Händen gehabt. Da sind nämlich noch keine Schraubenlöcher drin, da ist es pur. Bei der neuen Serie wünsche ich mir, dass ja extreme Bewegungen auch möglich sind. Dass man Lust hat, die dynamischen Fähigkeiten der Athleten zu pushen. Natürlich freut es mich dann, damit mal zu schrauben, aber viel mehr Freude habe ich dran, eigentlich, wenn andere Leute das schön finden, damit Dinge zu tun.